Der Mythos, ob Geschirr mit der Hand vorgespült werden muss, hält sich hartnäckig. Ob das stimmt, erzähle ich dir heute. Als 1929 die ersten Geschirrspüler auf den Markt kamen, war es durchaus sinnvoll, das Geschirr vorzubehandeln. Denn da war die Geschirrspültechnik noch nicht so ausgereift wie heute. Heute ist es nicht mehr erforderlich und auch überhaupt nicht sinnvoll, das Geschirr mit der Hand vorzuspülen. Es gibt ein paar Dinge, auf die du achten kannst. Zum einen macht es natürlich Sinn, Essensreste vom Teller abzustreifen, damit nichts im Geschirrspüler landet. Auch wenn du stark verkrustetes Geschirr hast, macht es da Sinn, das ein wenig vorzubehandeln, damit dein Geschirr wirklich sauber wird. Vielleicht kennst du das, du hast Fisch zubereitet und möchtest die Teller wegen des Geruchs vorher abwaschen, bevor sie in die Spülmaschine kommen. Ich empfehle dir, die Teller in die Spülmaschine zu packen und das Gerät einfach anzustellen. Warum? Wenn du mit klarem Wasser Geschirr abspülst, hast du ca. 5 Liter Wasser verbraucht. Das geht ganz schnell. Wenn du dann noch warmes Wasser dazu nimmst, hast du die komplette Energieeffizienz in den Sand gesetzt, die ein Geschirrspüler verbraucht. Also, auch wenn das Gerät dadurch nur halb voll ist, stell die Spülmaschine ruhig an, denn die Geräte sind heutzutage so sparsam, dass es sich wirklich lohnt, den Geschirrspüler arbeiten zu lassen, bevor du mit der Hand abspülst. Ich hoffe, ich konnte den Mythos aufklären und ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Wenn du noch mehr Videos von uns sehen möchtest, klicke hier.